Hallo zusammen, ich möchte jeden Teil dieser Schrift separat einfärben können. I would like to colorize each part of this font separately. Therefore, I have to use the selection tool. Darum muss ich das Auswahlwerkzeug benutzen. And I go under Type, Create Outlines. Ich gehe direkt unter Schrift, in Pfade umwandeln. And right after, I go under Object, Compound Path, Release. Direkt danach gehe ich unter Objekt, zusammengesetzter Pfad, zurückwandeln. Then you choose your Direct Selection Tool and select each part separately, start colorizing it. Dann benutzen Sie das Direktauswahlwerkzeug und Sie sehen, Sie können jeden einzelnen Teil einzeln einfärben. Es ist simpel einfach. It's simple and easy. Keep on colorizing and have fun.